Zwickau hat sein Trabantdenkmal zurück. Die Sandsteinskulptur war im November am Georgenplatz abgebaut worden. Heute früh stellten Restauratoren das Denkmal im Freigelände des August-Horsch-Museums auf seinen neuen Platz. Rückblick ins Jahr 1998. Mit einem regelrechten Volksfest wurde der Grundstein für das Denkmal gelegt. Einer, der sich noch ganz genau daran erinnern kann, ist der Stadtsprecher Matthias Merz. Ja, ich kann mich noch gut erinnern an das Trabi-Treffen Ende der 90er Jahre, ich glaube es war 1998, als das Denkmal auf dem Georgenplatz aufgestellt wurde, damals während eines der inzwischen legendären Trabi-Treffens auf dem Flugplatz. Es gab ja damals im Vorfeld auch Spendenaufrufe und es war ein großer Auflauf auf dem Georgenplatz, damals so eine schöne Sache. Die Sache blieb aber nicht lange schön. Es gibt immer wieder Leute, die meinen, alles mit ihren zweifelhaften Kunstwerken verzieren zu müssen. So entstand die Idee, für das Denkmal einen neuen Platz zu suchen. Ja, wir hatten doch feststellen müssen, dass es auf dem Georgenplatz immer wieder zu Vandalismus kam, zu Schmierereien, zu Beschädigungen und dergleichen mehr. Und dann war die Überlegung, ob man es umsetzt. Und ich denke, hier ist ein ganz guter Platz gefunden worden aufgrund der Automobilgeschichte, aufgrund der Verbindung mit dem August-Horch-Museum und eben aufgrund der Nähe zu den ehemaligen Sachsenringwerken, wo der Trabi eigentlich hingehört. Seit Mitte November stand der steinerne Trabi bei der Reichenbacher Restaurierungsfirma Hollerum. Thomas Koch hatte die schwierige Aufgabe, das Denkmal wieder in einen ansehnlichen Zustand zu versetzen. Naja, war halt relativ dreckig und Graffiti war halt viel dran. Deswegen wurde ja viel randaliert, deswegen sollte ja dort der ursprüngliche Ort weg. Bekommt man die Graffiti aus dem Sandstein überhaupt raus? Ja, nicht ganz. Es zieht halt viel ein. Normalerweise hätte man eventuell richtig Sand streuen müssen, aber das durfte man halt nicht so. Weil man halt vorsichtig die Substanz, sonst hätte es nicht mehr so nach Trabi ausgesehen, vermutlich auch. 3 Wochen harter Arbeit waren nötig, den Steintrabant wiederherzurichten. 17.000 Euro hat die Aktion gekostet, vom Abbau über die Restaurierung bis hin zum Aufstellen am neuen Standort.